Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Natürlich reden wir heute über die Frage von Zeitsouveränität auf der einen Seite, auch im Antrag von Bündnis 90 Die Grünen entsprechend aufgeführt, und über Stress in der Arbeitswelt haben wir eben gerade gehört. Ich möchte aber dennoch, genauso wie mein Kollege von der SPD, auf den Arbeitsschutz fokussieren. Das Thema Arbeitsschutz ist heute angesichts des Wandels in der Arbeitswelt genauso interessant wie vor 40 Jahren bei der Einführung des Arbeitssicherheitsgesetzes. Dabei geht es heute unlängst nicht mehr um die klassischen industriellen Themen im Arbeitsschutz, sondern insbesondere vermehrt um die Bewahrung der psychischen Gesundheit der Beschäftigten. Psychische Erkrankungen, und da ist die Betrachtung der Wirklichkeit tatsächlich auch angebracht, psychische Erkrankungen verursachten aktuell 15% der Arbeitsunfähigkeitstage und stellen mittlerweile die häufigste Ursache für Frühverrentung dar. Auf ca. 29 Milliarden Euro belaufen sich die Krankheitskosten von psychischen Erkrankungen. Die deutliche Zunahme der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen spiegelt sich zudem in den zunehmenden Produktivitätsausfällen ebenfalls wider. Sie als Opposition weisen also diesbezüglich deutlich nicht zu Unrecht auf diese Situation an der Stelle um. Allerdings, was Sie nicht betrachten und was Sie völlig ignorieren, ist der aktuelle Diskurs in der Frage des Arbeitsschutzes und im Bereich des Arbeitsschutzes. Deutschland ist mit der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, bestehend aus Bund, Ländern und der gesetzlichen Unfallversicherung, gut aufgestellt. Zusammen mit den Sozialpartnern wird hier der Schutz der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung auch vorangetrieben. Um Gesundheitsstörungen bei psychischen Erkrankungen im Betrieb zu vermeiden, unterstützt das Arbeitsprogramm Psyche die Unternehmen bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Das Programm qualifiziert zudem betriebliche und überbetriebliche Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Thema psychische Gesundheit und gibt Empfehlungen für die Gefährdungsbeurteilung. Diese Maßnahmen werden durch Handlungshilfen für Betriebe, durch das Projekt Züger, auch durch die Initiative Neue Qualität für Arbeit flankiert. Darüber hinaus wurde in dieser Legislaturperiode, und das auf Ihre Frage, Frau Müller-Gemmicke, zum Thema, macht die Politik? Darüber hinaus wurde in dieser Legislaturperiode die Frage psychischer Belastung in der Arbeitsstättenverordnung konkretisiert. Und im Präventionsstärkungsgesetz wurden psychische Belastungen ausdrücklich entsprechend auch mit aufgenommen und führen zu verbesserten Leistungen von Krankenversicherungen. Besonders verweisen möchte ich ebenfalls an dieser Stelle auf die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Sie stellte vor exakt 2 Wochen, das ist eben auch schon angesprochen worden, ihre Langzeitstudie zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt vor. Ziel der Studie war es, psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu untersuchen und daraus Handlungsempfehlungen für den Arbeitsschutz zu geben. Wir haben nun eine umfassende wissenschaftliche Standortbestimmung über psychische Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt. Stressfaktoren wie zu hohe Arbeitszeit, schlechte Führung, mangelnde Ruhezeiten oder zu hohe Arbeitsbelastungen können psychische Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigen. In den meisten Fällen gehen diese Stressfaktoren miteinander einher und führen in der Häufung zu psychischen Belastungen. Dabei erweist sich die Arbeitszeit in den wissenschaftlichen Studien durchgängig als Schlüsselfaktor in ihrer Wirkung auf die Gesundheit. Die erwähnten Risiken werden allerdings im bestehenden Rechtsrahmen auch klar adressiert und eingeschränkt. Dieses ist unter anderem deutlich im Arbeitszeitgesetz zu sehen, und darauf weist die Bauer in dem Bericht auch hin. Sie schreibt dort, für die Arbeitszeitdauer sind Schwellenwerte, deren langfristige Überschreitung bzw. Nichtbeachtung eine gesundheitliche Beeinträchtigung zur Folge haben können, im Arbeitszeitgesetz festgelegt. Dieses betrifft konkret den Umfang der Wochenarbeitszeit, die tägliche Arbeitszeit sowie die Länge der Ruhezeit. Weiter führt die Bauer aus, dass die Befundlage zu den Zusammenhängen von Arbeitszeit und Gesundheit dafür spricht, dass die vorhandenen gesetzlichen Vorgaben aus arbeitswissenschaftlicher Sicht unabhängig von der Arbeitstätigkeit sinnvoll sind.
Bei allem, was wir also tun und diskutieren vor dem Hintergrund der Arbeitswelt 4.0 und der möglichen Veränderung eines Arbeitszeitgesetzes an dieser Stelle, sollte man sich die Schutzfunktion dieses Gesetzes auch immer wieder vor Augen halten. Es gilt für Ihre Anträge, für alles, was da in Zukunft eben auch kommen mag. Sie sehen, wir haben heute bereits ausreichend strenge Arbeitsschutzgesetze. Allerdings werden diese nicht immer konsequent umgesetzt. Gefährdungsbeurteilungen müssen halt häufiger auch erfüllt werden. Hier sind die Bundesländer in erster Linie auch mal mit in der Pflicht und angehalten, Kontrollpflichten eben auch auszuüben. Und dafür braucht es möglicherweise auch hier und da mal mehr Personal bei den Aufsichtsdiensten der Länder. Eine Antistressverordnung, und da kommen wir mal auf das Thema Antistressverordnung, würde daher nur den Rechtsrahmen der bestehenden Gesetze ändern, aber nicht die Sensibilität für dieses Thema in den Unternehmen. Und deshalb darum geht es, in den Unternehmen dafür zu werben, daran zu arbeiten mit den Akteuren des Arbeitsschutzes, dass wir eben dort den entsprechenden zukünftigen Sensibilitätsanspruch für dieses Thema Arbeitsschutz entsprechend bekommen. Präsident Blinkt, ich habe es gesehen, komme dann auch zum Schluss. Deshalb kommt es insbesondere darauf an, eben, dass die Sozialpartner in den Betrieben und die institutionellen Arbeitsschutzkolleginnen und Kollegen, die in den Betrieben entsprechend sind, auch daran arbeiten. Ich bin daher froh, dass wir mit den Vorstellungen der Bauer einen Bericht des Bauerberichtes, einen Dialogprozess jetzt haben, der die psychische Gesundheit in der Arbeitswelt auf eine richtige Basis setzt. Und auf dieser Basis werden wir arbeiten. Und deshalb lehnen wir Ihre Anträge heute hier ab. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Als nächste Rednerin hat Beate Müller.